Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival Staffel 4, Folge 8. Ich war schon so ein ganz klein bisschen fleißig. Ja. Passt das jetzt hier ungefähr mit dem anderen in der Flucht? Ja, das kommt hin. Es kann sich immer noch ein bisschen verändern, wenn du es dann fertig baust. Ich habe tatsächlich hier schon mal ein bisschen was geplant. Ein paar Zäune gesetzt. Und eine zweite Cabin aufgestellt. Die Autos hier, die knüppeln wir gleich noch weg. Dann haben wir hier einen Durchgang. Wie sieht denn das hier auf der Seite? Eigentlich sieht es ganz gut aus. Aber hier hinten schließt es noch nicht so ganz ab, ne? Also rein theoretisch muss erst die Cabin setzen, ja. Da brauchen wir noch so viel Material. Da klopfe ich mir ein bisschen was zusammen. Aber das erste ist mal gesetzt. Und ich kann mal ein paar Klamotten hier erschaffen. Dass wir mal an eine Werkbank kommen. Und uns hier schon mal eine Schmelze hinstellen. Das City habe ich auch noch gar nicht richtig geplant. Aber ich glaube, das wird cool hier auf unserer kleinen Lichtung. Das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Jetzt will ich aber erstmal Zeug besorgen. Und zwar akkurat, wenn es geht. Und wir machen gleich mal eine größere Tour. Werkbank habe ich schnell geholt, die nehme ich dann mal mit. Hier aus der Tankstelle eben schnell die. Greifen wir uns ab. Uah. So. So, einmal mitten hier durch die Walachei. Können wir, warte mal. Fahren wir bitte hier lang, ist cooler. So, dann will ich den Tag nochmal eben nutzen. Ich habe zwar immer noch keinen Bogen, leider Gottes. Der ist immer noch. Auch immer noch ein bisschen, bis der soweit ist. Hier oben ins Haus müssen wir auch noch mal rein. Aber jetzt ziehen wir hier erstmal die Straße durch. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch einen Reifen. Hier schon irgendwelche Bandidos? Nee, ne? Ich glaube, hier fliegt auch noch ein Reifen rum. Dachte ich eigentlich, ne? Sonst musste vielleicht mal oben gucken. Militärcamp hier oben. Und da habe ich mich wohl mal wieder verfranst. Na ja gut, da steht ein Reifen dran, aber jetzt keiner, den du mitnehmen könntest. Haben wir denn hier so? Haben wir nichts. Und hier Benzin, das nehme ich schon mal mit. So. Nö, hier ist erstmal kein Reifen. Kofferraum, da sieht es auch schlecht aus. Okay.
jetzt auch nichts. Okay. Das ist ja mager. Schau noch mal eben hier oben. Hier stehen so ein paar LKWs rum. Dürfte ja eigentlich nichts Gefährliches sein. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Reifen, den du noch brauchst. Für den SUV. Und auf jeden Fall noch die ein oder andere Kiste. Da oben steht schon mal eine. Hier liegt noch ein bisschen was zu futtern rum. Das nehme ich sehr gerne noch mit. Aber allzu lange wollte ich mich jetzt hier auch nicht aufhalten. Wollte nochmal beim Sniper vorbeischauen, wenn es denn irgendwie geht. Haben wir nichts? Okay. Hier ist noch ein kleiner Aktenschrank. Ah. Boah, richtig gut. Hunting Rifle Munition. Naja, ups. Beruhig dich, kannst die Schrote wieder wegpacken. Die schwebende Cola. Stecke ich mir auch in die Tasche. Ah. Wow, das lohnt sich ja mal richtig. So, die nehmen wir schon mal mit. Schmeißen die auf den Pickup. Ja, so passt das schon, ne? So. Nummer 2 selbstverständlich auch. Kisten brauchen wir jetzt mal ohne Ende. Weil wir, der Platz, den wir jetzt in den Schränken haben, der fällt ja jetzt auch mal weg. Muss er richtig Kunststückchen machen, um an die Kisten dran zu kommen. Das ist ja nicht zu glauben. Hallo, lass mich mal moven, bitte. So. Sehr gut. Die beiden nehme ich noch mit. Dann machen wir uns weiter. Bevor es hier dann doch noch neblig werden sollte. Schon so weit. Hier könnte noch ein bisschen Kleinkram rumliegen. Hier ist noch der nächste Reifen. Looten wir das Eck zumindest mal fertig hier vorne. Hier noch was rumfliegt. Eine Lampe, ein paar Stühle, hier ist noch ein Schrank. Da geht vielleicht noch mal was. Ja, ups, einer. Zweimal Klebeband nehme ich.
Das nehme ich auch nochmal mit. So. Jede Menge Autos zum Abbauen. Ich lohne es mal hier um die Ecke. Aha. Das nehme ich nochmal mit. Die kleine Kiste würde ich jetzt erstmal hier lassen. Wir haben ja erstmal 4 große dabei. Und ich wollte mir auch noch die Werkbank da drauf schnallen. Das wird sonst tatsächlich ein bisschen knapp. Kriegst zwar eine ganze Menge drauf, so ein Pickup, aber so viel jetzt auch wieder nicht. Hab ich schon reingeguckt, ja. So, Kistchen. Na? Ist ja ein bisschen sperrig, kriege ich die da noch. Etwas günstiger vielleicht drauf. Das wäre ein Träumchen. So vielleicht. Sehr gut. So, weiter geht's. Wow, ich bin gespannt, ob ich da gut durchkomme oder auch nicht. Ihr könnt schon mal öfter mal Banditen sein. Hier ist die nächste... Oh! Schreck, lass nach, ey. Bin ich hier tatsächlich schon weit genug weg oder knallt er mich gleich nochmal über den Haufen hier, der Bursche? Ich weiß es nicht, fahr nochmal ein paar Meter zurück. Sniperturm, ne? Okay. Da bin ich ja froh, dass sie noch drauf liegen, die Kistchen. Und die lädt er aber genüsslich nach. So, mal gucken, ob das noch funktioniert. Von meines Wissens ist der Bursche immer relativ... mit dem Blick zur Straße hingerichtet, wo wir hergekommen sind. Müssen wir mal gucken, dass hier nicht noch andere rumlaufen. Von den Bandidos. Hier sehe ich jetzt erstmal keinen. Da. Nee. In der Sicht. Ich versuche mich mal an ihn ranzuschleichen. Kein Ton jetzt. Hier ist tatsächlich keiner, ne? Moin! Ich werde gehört von deinen Kumpels. Ich bleib mal ein bisschen geduckt. Oh, eine Broken Hunting Rifle.
Das ist nicht so günstig. Du warst alleine, ne? Du hast zwar eine verloren, aber die muss ich erst reparieren. Da muss ich mir tatsächlich mal anschauen, wie wir das jetzt hinbekommen. Aber ich habe schon mal was, ne, womit ich arbeiten kann. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war mit dem Reparieren. Ging das in der Werkbank? Oder musstest du die Repair Bench haben? Hier ist tatsächlich keiner mehr, ne? Das war eigentlich ein Easy Kill. Normalerweise mache ich sogar mit Pfeil und Bogen. Heiz einfach dran vorbei und schleicht sich von hinten ran. Ziemlich safe Angelegenheit. Scheiße, jetzt bin ich noch voll. Die Sniper, die sollte ich wohl erstmal sichern. Sonst ist hier, glaube ich, auch nicht die Wild. Ne, das sieht ziemlich gut aus. Ist klar. Kurz zurück zum Auto. Mal eben die Werkbank geholt. Muss ich nochmal in die Mine? Ne, erstmal jetzt direkt nicht. Hier hoch geht es auch nochmal zu so einem Hochplateau. Hast du super viel Platz und da kommt mit Sicherheit bald auch noch irgendwie neuer Inhalt dazu da oben. Eine riesige flache Ebene, wo man bauen könnte. Da hatte ich eigentlich erst ins Auge gefasst zu bauen. Aber dann hätte ich jedes Mal an dem Sniper hier vorbeigemusst. Das ist relativ blöd. Achso, warte mal, damit du hier besser durchkommst, ne? Holt sich hier schon mal das Auto hier noch weg oder den Wohnwagen vielmehr weg. So. So, ich wollte ja auch was auslagern, ne? Ich habe so viel Kram jetzt dabei. Muss ich mal ein bisschen was hier reinschmeißen. Vor allem das gute Zeug. Crafting Material. Ich bin sehr gespannt, ob ich die reparieren kann. So, warte mal, die Schrotmuni behalten wir lieber. Ein Schuss aus der Schrote hat gereicht. Damit kann ich gut leben. So. Noch mal eben rein, was hier drin ist. Noch mal eine Zündkerze nehme ich mit. Und noch mal eben schnell das Auto. Immer ein Auge auf die Straße, nicht dass doch ein paar Banditen kommen, aber ich denke mal, wenn die jetzt da unten nicht waren, dann hoffe ich mal, tauchen die jetzt auch nicht plötzlich hier auf. Und schießen mich über den Haufen. Benzin nehme ich nochmal eben mit. Oh. Fast hätte ich schon wieder den Kanister vergessen. Das passiert mir auch öfter mal. Wie suchst du das Ding? So, haben wir gelootet. So, dann will ich mal ganz kurz gucken. Hier ist nochmal ein ziemlich schweres Banditencamp.
Gehen wir auch demnächst mal dran. Oh wow. Ist der mir noch im Fersen? Nee. Gott sei Dank nicht. Hier ist dann tatsächlich der Tunnel. Okay, cool. Das erste Mal ein klein wenig neuer Content. Ich würde gerne noch ein klein bisschen weiter ausgerüstet sein. Ich wollte nur mal ein kleines Auge werfen vielleicht schon mal. So. Oder auch nicht. Wow. Hauptsache, der zerbolzt mir nicht die Karre, der Sack. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich bin weg. Könnte sein, dass ich blute oder sogar verblute, ne? Ich habe aber auch keinen Verband dabei. Scheiße, das war nicht gut. Schleicht er doch hinter mir her, du. Ich heiz mal schnell nach Hause, mal gucken, ob ich das noch hinbekomme, ohne hier irgendwie, falls ich denn blute. Aber wenn ich wirklich bluten würde, wäre ich schon verblutet. Tschüss, ich muss los. So, auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine Batterie, einen Reifen für den Pickup, nicht für den Pickup, für den SUV. Und haben schon mal den Tunnel gesehen und die erste kaputte Sniper. Leider eine kaputte. Droppt der jetzt eigentlich immer eine kaputte Sniper? Frage ich mich da gerade. Wie geht's mir denn? Okay. Sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus. Okay. Wow. Also einen Verband brauche ich nicht. Dann ziehe ich nochmal eben durch. Und wir nehmen nochmal die Werkbank mit und laden die Kisten schon mal bei der neuen Base ab, würde ich sagen. Da ist er schon wieder ganz aufgeregt, weil die Banditen schon wieder auf ihn geschossen haben. Auto da abschrauben. Dass ich ein bisschen besser auf der Straße lang komme. Wo ist denn hier der Weg? Ich sehe gar nichts. Schon wieder irgendwie ein bisschen verfranst. Komme ich ja nicht mit dem Auto anständig durch? Ja. Okay, das geht. Werkbank hat sie erst jetzt trotzdem nicht abgeholt, ne? Naja. Wollte ich ja eigentlich nur hier drauf quetschen. Naja, gut, zur Not hole ich die paar Meter jetzt zu Fuß hier runter. Das wäre mir auch egal. Ich fahre gleich nochmal. Ich fahre gleich nochmal, wenn ihr 12 bis Mittag alles vergisst. So. Eine Einfahrt ist jetzt nicht die schönste. Warum habe ich denn den Weg hier eigentlich schon wieder nicht richtig gesehen? Ist eigentlich ganz easy.
Ja, in den beiden LKWs muss da einfach nur rein. Das kann man sich aber eigentlich mal merken. Das Gröbste. So, Werkbank und Schmelze, würde ich sagen, holen wir uns dann direkt. An die neue Base. Dann klemme ich mir das kleine Ding nämlich jetzt mal unter den Arm. Lululu. Das hier noch ordentlich drauf. Nee, anscheinend gönnt das mir nicht. So. Steht da wieder eins, das Teil. Da passt doch auch noch was. So, ach, da bin ich mal ein zu früh reingefahren. Ja, hier muss er reinfahren, okay. Na gut. Bestens. Alles klar, dann würde ich schon mal die Materialien, die wir bräuchten, mir vielleicht mal dem Zaun ein bisschen voranzukommen. Ich weiß noch gar nicht, baue ich erst die Cabin oder erst den Zaun? Wäre schon schöner, wenn die Cabin schon mal stehen würde. Werkbank draußen vielleicht sogar haben. Wie viel Platz ist denn hier drin überhaupt? Das ist schon mal gar nicht so einfach, die Werkbank da reinzukriegen. So. Alter Schwede. Tatsächlich noch ein kleines Problemchen werden. Aha. Ah, siehst du wohl, geht doch. Die hau ich mir hier auf jeden Fall mal an die Wand. Weiter geht nicht, ne? So. So, Chain. Okay, das kennen wir noch nicht. Irgendeine Kette. Müssen wir noch mal bauen. Jetzt können wir uns auch gerne mal einen Eimer bauen. Und ja, sogar einen Schraubenzieher. Das, ah, okay. Das sieht doch gut aus. Also müssen wir das Ding auch gleich mal upgraden. Zwei Zahnräder. Müssen wir aus der alten Base holen. Und 10 Bretter ist kein Problem. Dann graden wir das Ding gleich ab. Machen wir dann aber in der nächsten Folge. Für diese mache ich erstmal Schluss. Ein bisschen was haben wir ja tatsächlich geschafft. Auch Gott sei Dank, dass ich hier schon ein bisschen was vorbereitet hatte. Ihr seht, ich brauche jede Menge Komponenten und Sticks. Ne? Und ich werde natürlich auch nochmal eine größere Holzwall ziehen. Die mache ich wahrscheinlich hier hinten. Der Zaun hier vorne ist nur, falls ich dann mal NPCs mir organisiere. Ne? Rachel, Kate und Scott. Die müssen hier irgendwo mal ein bisschen abgesichert sein. Das ist natürlich ein Haufen Arbeit, ne? Aber ich gehe gleich mal Stöcke sammeln. Ne? Nicht immer nur Zombies schnetzeln, auch mal Stöcke sammeln.
mache ich dann aber, glaube ich, mal ein bisschen auf jeden Fall zwischen den Folgen, damit es nicht zu langweilig wird. Und ja, ansonsten geht das hier dann ab, ne? Neue Base, neues Glück. Bin sehr gespannt, wie ich das hinbekomme. Schauen wir uns an ab der nächsten Folge beim Miss Survival. Danke fürs Zusehen. Ihr denkt an den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüsschen.